Chong, oder ich weiß nicht, Chong ist eigentlich in Topform, aber gegen mich kassiert er immer 2-0, ich weiß auch nicht warum. Und ja, es wird halt saftig, Alter. Okay, Necro Valley nervt mich halt eins. Ansonsten, ich muss echt viel gegen ihn Zeit reintun. Ich werde schon schaffen. Ich glaube an mich. Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Mit einer neuen Folge der Line in Liga. Zwar tritt heute Chong mit seinem Satella-Deck gegen GB-Kollega, aka Barishan. Und seinem immer noch Gravekeeper-Deck. Bisher ein hoffnungsloses Matchup für Chong. Hat er noch nie gewonnen. Aber mal schauen, ob ihm heute ein Wunder gelingt. Und viel Spaß beim Duell.
Oh, der liebe Gott, leide nicht so viel. Denk einfach nicht mehr daran, dass du verloren hast. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Das war das Duell. Chong immer noch keine Chance gegen GB-Kollege und sein Gravekeeper-Deck. Hier haben wir nochmal die Tabelle. GB-Kollege jetzt auf dem zweiten Platz und Chong theoretisch auch. Die teilen sich den momentan. Beide punktgleich. Auch selber Tiebreaker. Problem ist, beide haben schon 4 Spiele. Sprich, bei denen kann sich nichts mehr ändern. Hängt nur noch von den anderen ab. Vor allem Tati, der hat erst 2 Spiele. Bei ihm ist noch alles offen. Es ist sogar möglich, dass nach den Spielen alle 2-mal gewonnen haben und 6 Punkte haben. Sprich, wenn Tati gegen MPL Alex, den Praktikanten, gewinnt, aber gegen Kojiro Hyuga verliert, dann haben alle 5 Spieler 6 Punkte. Also auf jeden Fall noch alles offen. Bleibt dran, schaut nächste Woche wieder vorbei. Es sind nur noch 2 Matches. Mal schauen, wer gewinnen wird, und bis dahin, leidet nicht. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht so.